Eine Radhaube. Der letzte Schrei vor 200 Jahren rund um Füssen. Ein Must-have für den Hochzeitstag. Danach wurde das sündhaft teure Stück nur noch an den hohen Feiertagen getragen. Und damals wie heute beginnt alles mit einem ganz gewöhnlichen Pappadeckel. Monika Höde ist Trachtenberaterin beim Bezirk Schwaben. Eine Schneidermeisterin inklusive Volkskundestudium. Regelmäßig gibt sie Kurse. In diesem dreht sich alles um die Radhaube. Und die ist schon ein kompliziertes Gesamtkunstwerk. Innerhalb eines Wochenendes werden zwei junge Frauen buchstäblich unter die Haube gebracht. Sonja Weber und Magdalena Petrat. Das ist jetzt erstmal der Haubenboden. Und zwar ist das die Originaltechnik, die ich an den alten Hauben gefunden habe. Man sollte es nicht glauben. Die haben auch schon so gearbeitet? Die haben auch schon mit Pappe gearbeitet. Nicht mit Honal, wie ich es machen werde, sondern mit Roggenmehlpapp, vermute ich. Also mit dem Leim, den man halt früher zu Hause selber gekocht hat. Sonja Weber kommt nicht von hier, sondern aus Nürnberg. Sie ist auch gelernte Schneiderin und liebt es, sich in alte Techniken hineinzudenken. Und die Pappe, der Unterbau quasi vom Haubenrand, muss eine einfache Haube. Genau wie Magdalena Petrat. Sie kommt aus Lechbruck und sie lernt gerade das Schneiderhandwerk. Aber das Schöne bei Monikas Kursen ist, dass man sich ganz entspannt in die Materie vertiefen kann. Vorkenntnisse müssen nicht unbedingt vorhanden sein. Warum machen Sie Radhaube? Aus Neugierde. Ich bin hier im örtlichen Trachtenverein schon länger dabei und nähe halt auch selber eigentlich privat viel Trachten. Und sage ich mal so, man kann immer was Neues lernen. Und deswegen jetzt Radhaube. Jetzt kriegst du wieder deinen Kleckslein. Der kommt wieder auf die Pappe. Mit dem Finger klappt recht gut. Das ist meine Erfahrung. Man könnte natürlich jetzt auch einen Pinsel nehmen und so weiter. Und dann, aber der Finger, der verteilt das genauso, wie wir es brauchen. Man kann auch am zügigsten arbeiten. Mhm. Wie kommt man dazu, das zu machen? Im Franken gibt es ja diese Radhauben so nicht, oder? Nee, eigentlich nicht. Das sind eher andere Hauben. Üblich, aber ich finde die Form an sich schön und ich interessiere mich halt auch für so altes Handwerk sehr. Wenn man sich in diese alten Techniken hineinfuchst, dann begreift man, wie raffiniert und ausgeklügelt so manches Detail gewesen ist. Warum werden hier Einschnitte in die Pappe gemacht? Also ich kenne Haubenböden, die hintenher eingekräuselt werden, aber bei den Radhauben ist es so, dass man hintenher Falten legt. Und die legen sich wie von selber, wenn man quasi diese Einschnitte in die Pappe macht. Und die ganze Haube kriegt eine viel elegantere Form und kann sich hinten um die Frisur legen, wenn sie unten näher eingehalten ist. Eine Radhaube, unzählige Handgriffe, die unterschiedlichsten Handwerkstechniken. Der Haubenboden ist ja erst der Anfang. Es war ein ganz spezieller Berufszweig. Kein Wunder, dass so in einer Werkstatt im Jahr nicht mehr als 5 Hauben entstanden sind. Man merkt auch, dass eigentlich früher der Schneider keine Hauben gemacht hat, sondern dass es tatsächlich eine Putzmacherin war, weil es ein sehr ausgeklügeltes, komplexes Handwerk ist. Also wir machen ja nur die Aufbauten, die ganzen Feinarbeiten, Stickereien oder das Radklöppeln oder solche Sachen machen wir ja schon gar nicht, um da überhaupt vom Zeitaufwand her realistisch zu bleiben. Bei Monika Hödes Kursen kommt was raus, ohne dass man sich verzettelt mit Aufgaben, die in diesen 2 Tagen gar nicht zu bewältigen wären. Und je mehr die Haube Gestalt annimmt, umso mehr begreift man, wie vielschichtig das Handwerk der Putzmacherinnen war. Wenn man das fertige Produkt sieht, weiß man es gar nicht, was da eigentlich alles für Feinheiten drinstecken. Die Spitze zum Beispiel. Diese hier ist tatsächlich alt und handgeklöppelt. Das fühlt man schon, dass da tatsächlich noch Metall mitverarbeitet ist. Und man sieht es ja auch. Hier sieht man zum Beispiel, ist ein bisschen asymmetrisch. Hier sieht man so kleine Blättchen, die kann eine Maschine gar nicht so gut klöppeln. Und bei der Borte sieht man das Lan, also dass so ein flachgewalzter Draht mitverarbeitet ist, also eine Art Bändchen. Das hier ist eine sogenannte Muschelspitze, würde man da als Farbe sagen. Das sagt die gebürtige Hessin, deren Herz seit über 20 Jahren für das historische schwäbische Gwand schlägt.
Diese historische Rathaube ist ein wahrer Schatz. So ein Halbjahresgehalt von einem ganz normalen Knecht mindestens, weil diese Hauben wirklich nur die reichen Bäuerinnen getragen haben. Und ich sage immer, die Hausherrin, die musste ihren Reichtum zeigen. Das war quasi ja auch die Garantie für die Angestellten, dass sie die versorgen kann. Also das ist ja schon sehr auffällig und sehr groß. Also die Pfarrer haben sich, es gibt Quellen, wo die Pfarrer sagen, bitte nicht mehr, legt die Rathauben ab. Das waren Statussymbole. Auch damals wollten Frauen glänzen. Es gibt Rathaubenformen, die haben vorne diese breiten Bindebänder. Das heißt, dass dann die Trachtenträgerin auch sehr streng von vorne ausschaut. In dem Fall ja sogar komplett schwarz. Aber jetzt schauen wir es uns mal von hinten an. Ist das nicht eine Pracht? Im Museum der Stadt Füssen sind Monika Höde, Viviane Mösmer und Richard Hartmann in Sachen Rathauben unterwegs. Die Rathauben sind das Tüpferl auf dem I im Trachtenkosmos des Allgäus. In der Biedermeierzeit waren sie ein wesentlicher Bestandteil des Gwands und dazu noch ein schicker Modeartikel. Wer dazugehören wollte, der brauchte unbedingt eine Rathaube. Sie waren Kennzeichen einer sich wandelnden Zeit und zeigten das Selbstbewusstsein von Großbäuerinnen und Bürgerinnen, die Geld und Ansehen hatten. Zur Hochzeit bekamen die Töchter der Wohlhabenden ihre Rathaube und trugen sie ein Leben lang. Wie viel Handwerk steckt in jeder dieser Hauben, wenn sogar die Haubenschachteln handgemacht waren? Richard Hartmann vom Allgäuer Heimatwerk gibt Kurse, wo man es lernen kann. Beim Schachtelmachen steckt die Tücke wieder im Detail. Es braucht Fingerfertigkeit und vor allem auch Geduld dafür. Die Hauben selber sind ja auch von Putzmacherinnen auf Karton genäht worden zum Teil. Und ich gehe davon aus, dass das mitgemacht worden ist, weil den Karton hat man gehabt, man hat das Werkzeug gehabt und entsprechend werden sie auch das mitgemacht haben, dann ist die Schaube gleich der richtige Schachtel. Also kein Massenartikel, ebenso wie die damals totschicke, sündhaft teure Rathaube. War natürlich eine Modeerscheinung. Man hat es eine Weile gehabt, das ist, denke ich, 40, 50, 60 Jahre ist das getragen worden. Danach ist das ein bisschen verschwunden wieder, weil dann hat man Tor abgeschnitten und dann kam eine neue Mode und dann war es vorbei mit der Haubengeschichte. Die Tracht ging eben auch mit der Zeit und war ein Modeartikel. Aber wenn man sich anschaut, mit wie viel Geschick allein so eine Haubenschachtel entsteht, wie viel Zeit eine Putzmacherin für jedes einzelne Stück aufgewendet hat, dann geht man mit diesen Gegenständen auch heute noch sorgfältiger um. Mit der Rathaube drehen wir die Zeit zurück. Vor über 20 Jahren war Monika Höde beim Bezirk Schwaben die erste Trachtenberaterin. Sie lebt und liebt die Tracht. Und das gibt sie weiter und bringt heute, zumindest vorübergehend, Sonja Weber unter die Haube. Das wird auch schön. Also die Länge gefällt mir. So machst du es dann fertig. Sehr, sehr schick. Aber schön wird es, ja. Also ich mag das. Hat sich gelohnt, Sonja? Ja, schon. Sehr. Was? Ich glaube schon. Muss man feststecken, oder? Ein bisschen, aber es hält, glaube ich, ganz gut schon. Schafft. Begeistert davon. Das war ein ganz anderes Wochenende. Mit ungewohnten Handgriffen und handwerkstechnischen Finessen. Ein kleines, filigranes Kunstwerk ist entstanden. Eine Rathaube, fast wie anno dazumal.